Freitagabend, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Winner Circuits. Heute mit Berlin-Karlshorst, da sind die German Masters, das Trabreiten. Und ich darf schon mal Ronja hier begrüßen. Ronja Walter, schönen guten Abend, Ronja. Hallo, guten Abend. Und direkt nach Karlshorst sprechen wir mit Dr. Peter Trutzler, Alex Sokol und Gerhard Meyer zum Kriauer Renntag. Dort haben Sie ja das große Hunyadi und das Kriauer Wettchampionat. Also bleiben Sie dran, wenn Sie dort alle Informationen haben wollen. Wir starten aber jetzt erstmal mit Ronja. Und wir müssen, es war nicht geplant, wenn Ronja, unser Termin stand schon fest. Und da bist du noch in Enghien geritten gestern oder vorgestern. Wir schauen mal hier in das Rennen rein und du kannst ein bisschen drüber sprechen, würde ich sagen. Mit welchen Erwartungen seid ihr angereist? Also ich muss sagen, meine Erwartungen waren im Vornherein jetzt nicht riesig hoch, weil ich weiß, wie stark die Gegner in Frankreich sind. Ich habe vorher gesagt, wenn wir in den ersten dreien sind, dann wäre das für mich eine Sensation. Wenn wir in Gelb sind, dann freue ich mich riesig. Also du hattest ja Start Nummer 7, du bist hier gerade sechstes Pferd. Der Start war schon mal gut. Genau, der, also er ist auch, er macht es einem auch wirklich leicht. Er ist super unkompliziert. Man kann da zwischen den Pferden einfach lang reiten, wo man möchte. Und da hat man dann am Start natürlich schon einen Vorteil, vor allem wenn man ein startschnelles Pferd hat wie ihn. Ja, die äußeren Bedingungen sind sehr schlecht, wie man sieht. Das hat den ganzen Tag geregnet. Ich denke, dementsprechend nass warst du wahrscheinlich auch schon vor dem Rennen, nach dem Rennen. Genau, da sind ja leider nur Außenboxen und wir waren eigentlich bis auf die Knochen nass schon vor dem Rennen. Als ich im Flieger saß, war ich immer noch komplett nass, weil alles einfach tropfte. Die Bahn wurde irgendwann gar nicht mehr geschleppt, weil das einfach gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Da war so viel Wasser drauf, das war so matschig. Aber ich glaube, dass ihnen das sehr entgegengekommen ist. Ja, die reiten hier ein flottes Tempo. Man sieht ja unten die Zahl, 13er, 12er Tempo unterwegs. Jetzt wird es im Bogen ein bisschen langsamer. Hast du gemerkt, dass es unterwegs schön flott war? Ja, das schon. Ich habe mich allerdings trotzdem erschrocken, dass es hinterher doch so schnell war. Ich hatte geguckt, die anderen Rennen, die waren alle in Anführungsstrichen langsam für Engen-Verhältnisse. Und ich weiß noch, dass ich damals mit Zauny dort 15 geritten bin, wo er gewonnen hat und dass er jetzt hier bei dieser Bahn 14,8 geht, hatte ich dann hinterher doch nicht erwartet. So, jetzt bist du ein bisschen zurückgefallen, die haben dich ein bisschen weggeschoben, jetzt bist du 7., 8., 9. gewesen, aber nimmst jetzt raus, hast du gedacht, jetzt muss ich los? Ja, also in den Bögen hat er sich so ein bisschen schief gemacht, dass da, ich meine, Mathieu Mottier war das, der sich da so ein bisschen vor mir reinschieben konnte und das Pferd vor ihm, Ole Vallo, glaube ich, war das, war dann schon relativ früh auch müde und Titox ist so ein bisschen faul unterwegs, aber ich habe schon gemerkt, dass er nicht müde ist und als ich dann in der dritten Spur war und die anderen ihre Pferde angefeuert haben, ist er immer schneller geworden und dort jetzt auf der Überseite hatte ich erst überlegt, ob ich einfach weiterreite, aber da dachte ich, das ist einfach noch zu weit bis zum Ziel und also hast du nochmal eingeparkt hier? Genau, dass der Favorit da innen durchkommt und dann dachte ich, reite ich nochmal schnell hinter dem her. Okay, also war ein schöner Schachzug. Jetzt gehst du nach innen, kannst du also innen an der 9 vorbei. Also wenn sie das hier verfolgen, immer noch die Nummer 7, da mit den grünen Farben, in den Farben von Marie Lindinger. Und jetzt bist du drittes Pferd. Hattest du hier schon, viertes Pferd, hattest du hier schon Ambitionen auf mehr? Ich war in dem Moment einfach glücklich, dass ich schon so weit vorne bin und hatte noch die Watte nicht gezogen, hatte ein gutes Gefühl und habe nicht an einen Sieg gedacht. Ich habe einfach nur gedacht, cool, wir können vielleicht unter den ersten dreien noch landen. Und als ich da rausgenommen habe, hat er auf einmal den Turbo gezündet und ich konnte es in dem Moment selber nicht glauben. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, war das jetzt ein Traum oder ist es wirklich passiert? Ja, hier geht er natürlich leicht. Ihr musstet aber leider noch eine Überprüfung überstehen. Ich habe es direkt geahnt. Es ist in Gen immer ein bisschen kritisch. Da unten sieht man gleich, wie Markus auch feiert. Ja, stimmt. Es ist in Engen irgendwie oftmals so, dass die Pferde da sehr schnell blau rausgeworfen werden und bin durchs Ziel geritten und dachte, der Sieg ist erst sicher, deswegen schaue ich wahrscheinlich auch noch so ernst nach dem Rennen, der Sieg ist erst sicher, wenn die Tröte nicht kommt und sie kam dann und da dachte ich schon, das könnte eng werden, ohne dass ich jetzt das Gefühl hatte, er hat schlecht getrabt, aber Enquete in Frankreich, Engen, das geht meistens nicht so gut aus. Und dann stand ich bei der Waage und habe gesehen,
als dann die 7 geblieben ist und das Enkel weg war und konnte aufatmen und war einfach nur überglücklich. Das heißt, da fällt einem nochmal so richtiger Stein vom Herzen, oder? Ja, Markus sagte nach dem Rennen, ja, und wenn sie uns das wegnehmen, gezeigt hast du es ihnen trotzdem. Ich so, ja. Aber wenn man schon als Erster durchs Ziel reitet, dann möchte man auch gerne den Sieg als Sieg feiern. Ja, tolle Erfahrung. Ich denke, Karlshorst ist uns nicht böse, dass wir das einmal kurz noch durchbesprochen haben. Wir haben ja nur drei Trabreiten, die wir heute besprechen können. Stichwort Championat, da ist es ja ein bisschen enger geworden, als wir sonst kennen. Du hast es ja sonst immer locker und leicht angeführt. Ich weiß gar nicht, wie oft du jetzt hintereinander schon Champion wurdest. Weißt du es noch? 10-mal. 10-mal? Ja. Wow, also das ist sogar. Aber dieses Jahr wurde es eng. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Trabreiten noch sind, aber jetzt steht es 11 zu 8. 11 Siege hast du, 8 hat Marlene. Und ich habe gesehen, Marlene reitet nicht in Zwölf Berlin-Karlshorst. Das dürfte eigentlich jetzt reichen für dich zum 11. Mal, oder? Also steht jetzt nach gestern 12-8 sogar. Na, man muss korrekt sein, ja. Also wenn der Laser nicht die richtigen Ergebnisse hat. Also ich habe beim HVT geschaut, also mea culpa. Das ist noch nicht aktualisiert. Nee, das stimmt. Zählen denn ausländische Siege dafür mit? Ja, genau, die zählen mit. Okay, 10 mit. Gut. Das ist mein Glück. Das ist dein Glück. Und willst auch den Titel weiter behalten, so habe ich dich Möchte ich jetzt. natürlich schon gerne, ja. Also jetzt mit 4 Siegen Vorsprung bin ich natürlich auch wieder ein bisschen entspannter. Ich hatte Okay. dieses Jahr irgendwie so ein, naja, es war ein bisschen Pech dabei, nicht die passenden Pferde vielleicht, viele blöde Umstände. Und Marlene hatte einfach ein super Jahr und hat ein richtig gutes Pferd zur Hand. Ein richtig gutes Pferd, ja, Heavenly Dream Girl. Ein tolles Team, die werden auch weiterhin wahrscheinlich noch viele Rennen zusammen gewinnen. Schauen wir mal auf deine Chancen jetzt in Berlin-Karlshorst und da sind wir gleich im ersten Rennen. Das ist der erste Wertungslauf für das German Masters. Schön, dass es trotzdem zustande kommt. Man hat ja nicht mehr so viele Pferde, so viele Reiterinnen für dieses Metier. Also von daher, Chapeau an Karlshorst, drei Läufe sind dabei. Ist es denn auch immer ein Highlight eigentlich für dich und für alle anderen Trabreiterinnen, dieses Meeting? Ja, also ich denke schon. Für die anderen kann ich jetzt nicht sprechen, aber ich glaube schon. Okay, also du freust dich drauf. Ja, total. Also wir stehen ja leider mit den Trabreiten immer so ein bisschen im Hintergrund. Und jetzt ist wirklich mal so ein Tag im Jahr, wo es nur um die Trabreiter geht. Und da freut man sich natürlich schon sehr drauf. Weil in den Sulki kriegen wir dich immer noch nicht irgendwie, oder? Nee, das wird auch nicht mehr passieren. Meinst du nicht? Nee, das wird nicht mehr. Okay. Erstes Rennen, du reitest Lorenzo Izada für Annalisa Kunze und dein Papa hat noch Störtebeker hier angegeben. Nun liegt es ja nahe die Frage, warum reitest du nicht Störtebeker selber? Das stimmt. Also es war so, dass Hanna und Leo mich schon in der Derbywoche gefragt haben, ob es Zabe Lorenzo Izada dort zu reiten, dass denen da viel dran liegen würde. Und ich hatte dann gesagt, dass ich mal schaue. Könnte wahrscheinlich schon klappen und hatte dann relativ frühzeitig dem auch zugesagt, weil man zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so genau wusste, wie der Weg mit Störtebeker weitergeht, wie das überhaupt bis dahin von der Gewinnsumme passen könnte. Ja, jetzt war es dann letztendlich so, dass beide dort laufen sollten und ich dann aber auch nicht kurzfristig irgendwie noch den einen Ritt absagen hätte wollen und ja, deswegen reitet jetzt Stefanie Werder Störtebeker und ich denke, dass er damit auch eine gute Reiterin auf Ja, das definitiv. Ich denke auch, dass sie den Renntag natürlich aufwertet. Mit welchen Chancen gehst du ran mit Lorenzo Izada? Du wirst bestimmt gesprochen haben mit Anna, wie die Arbeitsleistungen unterm Sattel sind. Ja, genau. Anna hatte ihn jetzt ein paar Mal unter dem Sattel gearbeitet. Sie sagte, dass er da ganz gut geht und sie ein gutes Gefühl hat. Er ist ja sehr lauffreudig. deswegen mal sehen, wie sich der Rennverlauf gestaltet, ob er das bestimmt oder ob ich das auch bestimmen kann. Und ich denke, wenn er Trab geht, er ist eigentlich ein ziemlich ehrliches, trabsicheres Pferd. Ich hoffe, dass er das unter dem Sattel auch zeigt. Dann glaube ich schon, dass er gute Chancen hat, ganz weit vorne zu sein. Klar, Millennium Heyday ist auf jeden Fall der Gegner, der hat nochmal eine ganz andere Form zur Hand. Ja, ein Debütant, muss man an der Stelle sagen, aber die werden es natürlich sicherlich im Stall und mit Sarah auch schon probiert haben, sonst würde man das nicht machen. Welche Chancen sortierst du für Störtebeker hier ein in diesem Rennen? Eher eine kleinere Platzchance? Ja, er war vor, also vor 2 Starts war er
krank und hatte ein bisschen pausiert und er ist jetzt seitdem meiner Meinung nach noch nicht so ganz wieder auf 100, war in Dänemark mich ein bisschen enttäuschend, das Laufen in Hamburg natürlich auch enttäuschend. Ja, wir gucken jetzt mal, ich finde ihn rechtsrum schwächer als linksrum, er hat da so ein bisschen Schwierigkeiten unter dem Sattel im Bogen, aber er ist sehr ehrlich und versucht immer weiter zu traben, von daher glaube ich schon, dass er Geld läuft. Okay. Ja, liebe Zuschauer, das ist ja auch stark der V3-Wette. Hier wartet eine Garantieauszahlung in Höhe von 1.500 Euro. Und wir blicken in den zweiten Wertungslauf. Das ist das dritte Rennen, gespickt mit einem Siegjackpot in Höhe von 500 Euro. Und hier könnte schon fast sein, dass du die beste Chance reitest und es wird Flash Gordon. Ja, ich glaube auch, dass er die beste Chance hat. Er ist natürlich manchmal am Start ein bisschen schwierig, hat wenn er mal einen Fehler eingebaut hat, dann direkt nach dem Start oder am Start. Mhm. Ich glaube, wenn wir das gut überleben, dann sollte er schon eine gute Chance haben. Ob er jetzt das Rennen wirklich gewinnt, weiß ich auch nicht. Er ist ein etwas spezielles Pferd manchmal, denke ich. Aber er gibt nicht auf und läuft eigentlich auch immer weiter. Und wenn das Rennen sich so passend für ihn gestaltet, dann glaube ich schon, dass er auch eine gute Chance hat. Ja, Sascha Multerer hat letztes Mal in der Sendung ausgiebig über ihn berichtet, dass er wirklich so ein schwieriger Kerl ist. Und das musste er am eigenen Leibe denn auch spüren, weil die Startphase hat er zwei kleine Rumpler eingelegt, lief danach natürlich noch ein gutes Rennen. Startplatz 7 könnte hier, glaube ich, auch gar kein Nachteil sein, weil du hast denn kein Pferd außen von dir. Du kannst ranreiten, wann du möchtest. Genau, ich glaube auch, dass das ein großer Vorteil ist. Und dann lassen wir die anderen erstmal sich die ersten 1000 Meter austoben. Und ich glaube, dann kommt die Zeit von Flash Gordon, wenn okay. Die anderen vielleicht müde werden, dass er dann immer seinen Stiefel weiterläuft. Und dann versuchen wir natürlich das Beste. Ich merke natürlich, dass es trotzdem die beste Chance ist. Aber du wolltest jetzt noch nicht von einem Sieg sprechen. Aber du wärst nicht überrascht, wenn du das Rennen gewinnen wirst. Richtig. Du stapelst gerne tief, das genau. Kennen wir schon. Ich habe ihn auch erst einmal im Heat getestet, da okay. War er wirklich sehr gut. Er lief dann in Berlin leider Galopp am Start, ist dann aber danach mit Chris im Wagen auch Galopp am Start gegangen. Vielleicht lag es einfach an dem Tag an Berlin, an den Umständen, ich weiß es nicht. Ich glaube aber tatsächlich, wenn wir Trab vom Start wegkommen, dass er wirklich gute Chancen hat. Ob er nun wirklich zu 100% gewinnt, würde ich niemals sagen, aber das ist meine beste Chance. Okay. Ich muss nochmal, jetzt lese ich natürlich Gino mit Anna Kunze und jetzt frage ich mich, warum reitet Anna natürlich nicht Lorenzo Izada selber? Ich weiß gar nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber ich muss sie einfach stellen, weil sie mir auf dem Herzen liegt. Ich weiß auch nicht, ob ich sie zu 100% richtig beantworten kann, aber so wie ich das verstanden habe, möchte Anna nicht so gerne Lorenzo selber reiten, weil sie sich, erstmal wollte sie gerne nur ein Pferd reiten, mhm. Ist jetzt auch noch keine Begründung, aber Lorenzo kann ja gerne mal ein bisschen anpacken okay. Und ich glaube, dass das der Grund ist, dass sie mich gefragt haben, ob ich reiten würde. Na, du sagst, aber man möchte nur ein Pferd reiten. Ich glaube, ja. Das hat was mit Kondition zu tun. Ich habe damals mit Marisa gesprochen und sie sagte, na, hier reiten viele, die nicht so oft reiten, die werden das schon sehen, wenn die 3 oder 4 an einem Tag reiten, dass das zunehmend an die Substanz auch geht. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt sind es in Anführungsstrichen nur 3 Rennen. Letztes Jahr waren es 4 Rennen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe vorher auch gedacht, es könnte auch für mich anstrengender werden. Mhm. Da war dann auch noch so ein Ostwind-Bo dazwischen, der dann auch gerne mal ordentlich anpackt und einem das nicht ganz so leicht macht. Aber es war im Nachhinein für mich eigentlich nicht so anstrengend, wie ich vorher gedacht hätte. Und jetzt mit den 3 Rennen, die sind ja, denke ich, auch relativ gut aufgeteilt, dass wir uns da zwischendurch auch mal ein bisschen erholen können. Aber klar, ich kann das nachvollziehen, dass Anna auch sagt, sie traut sich einen Ritt zu. Und dann finde ich das auch den Pferden gegenüber fair, wenn man selber merkt, man hat vielleicht die Kraft nicht für 2 oder 3 Rennen. Genau, völlig legitim. 6. Rennen, du reitest einen Trabreitspezialist, Henry Beutensorg. Den wirst du bestimmt früher schon mal geritten haben, oder? Den habe ich schon ganz oft geritten und habe mit dem auch schon ganz viele schöne Siege feiern können in Gelsenkirchen und auf zahlreichen Zebern und in Alkmaar. Das ist wirklich ein super tolles, treues Pferd, der sehr trabsicher ist und ich glaube, dass der, auch wenn es sich jetzt vielleicht nicht so liest, schon in der Dreierwette sein kann.
Ja, das glaube ich auch. Er hat zwar dieses Jahr noch nicht gewonnen, von daher könntest du es das ändern, aber zum Gewinn ist es natürlich schwer. Hier sind einige Teilnehmer drin, die unterm Sattel gut funktionieren. Wenn ich jetzt an Fantastic Foot denke, der meines Erachtens besser im Trabreiten funktioniert als vor dem Wagen. Parom, letztes Mal mit dem Tempolaufen mit 1,12,5. Welche Gegner siehst du in diesem Rennen am stärksten ein? Weiß nicht, ob du ein Programm zur Hand hast. Das im Kopf. Hast du es im Kopf? Dann leg mal los. Wer glaubst du, sind deine ärgsten Konkurrentinnen? Also, Parom muss ich sagen, habe ich selber schon mal geritten. Ist für mich kein bedingtes Trabreitpferd, war danach zweimal das Rot. Jetzt ohne Eisen hat mich ein bisschen gewundert. Also, da bin ich ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, ob das so klappt. Fantastic Foot ist ja ein Karlshorst nochmal eine Klasse besser. Wenn der die Reiten aus Karlshorst so wiederholt, wie er sie bisher gelaufen ist, dann ist das für mich der Sieger auch. Hat jetzt vielleicht so ein bisschen an Form verloren seitdem, aber das kann ich so jetzt auch schwer einschätzen. Pivings Be My Lady ist, glaube ich, momentan in ihrer Höchstform. Ist bestimmt auch ein Pferd, was auf jeden Fall in der Dreierwette ist, läuft. Super Rennen unter dem Sattel, ist ehrlich, trappsicher. Genau, und dann glaube ich, kann auch schon der Henry kommen. Siehste, also 1 bis 3, alles möglich. German Masters im Berlin-Karlshorst am Sonntag. Mittendrin ist noch eine V5-Wette und da bin ich Ihnen noch die Garantie schuldig in Höhe von 4.000 Euro. Sie beginnt mit dem vierten Rennen, mit dem Albers Wettbörse Profi Cup. Also schauen Sie mal rein am Sonntag nach Berlin-Karlshorst. Ronja Walter wird da sein, die Titelverteidigerin der German Masters und natürlich die zehnfache Trabreit-Championess, so wie wir jetzt erfahren haben, und auf dem Weg zu ihrem 11. Ja, Championat, wenn nicht alle Stricke reißen. Aber da drücken wir natürlich auch die Daumen für. Vielen Dank, Ronja, dass du dir am Freitagabend hier die Zeit genommen hast und wir wünschen dir viel Erfolg am kommenden Sonntag. Dankeschön. Und jetzt freuen wir uns gleich auf Dr. Peter Trutzler, Gerhard Meyer und Alex Sokol mit einer Vorschau zum Wiener Hunyadi-Rennen. Breeders' Crown Meeting 2024. Samstag und Sonntag auf der Trabrennbahn Mariendorf. Adrenalin pur mit spektakulären Rennen und einem kostenlosen Kinderprogramm. Genießen Sie ein exquisites Buffet im Panorama-Restaurant und feuern Sie Ihren Favoriten an. Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr auf der Trabrennbahn Mariendorf. Infos und Tickets auf rennbahn-berlin.de. Eintritt frei bis 18 Jahre. Herzlich willkommen zum Teil 2 unseres Winner Circle Meetings heute Abend. Und nach Ronja Walter, die wir ja gerade gesprochen haben, konzentrieren wir uns jetzt auf den Kriauer Hunyadi-Renntag. Und ich darf begrüßen Herrn Dr. Peter Trutzler, live aus Paris. Herzlichen guten Abend. Ja. Dann natürlich den österreichischen Champion Gerhard Meyer. Schönen guten Abend, Gerd. Guten Abend an alle Beteiligten. Und Alex Sokol, die Stimme aus der Kriau. Schönen guten Abend, Alex. Schönen guten Abend. Ja, wir haben uns fast in der gleichen Runde vor einem Jahr schon gesehen und natürlich besprechen wir hier den Renntag. Das ist ein Traditionsrenntag, der zweitgrößte neben dem Derby. Also ihr erwartet einiges. Ist alles angerichtet, Herr Dr. Trutzler, aus Paris aus? Ja, es ist wirklich alles angerichtet. Ich meine, natürlich können wir uns jetzt mit was sehen, wo ja heute die Top-Rennen des Jahres mit dem UIT Grand Prix und Elite UIT Grand Prix Finale stattfinden, können wir uns natürlich nicht vergleichen, schon gar nicht vom Preisgeld her. Aber wir haben einen tollen Renntag für uns. Wir haben ein wirklich, ich meine, wirklich herausragendes Rennprogramm. Nicht nur das Hunyadi als solches, sondern auch das Rahmenprogramm, das wir schon in dieser Qualität lange nicht hatten. Wir haben unzählige Wettanreize, also Jackpots über 35.000 Euro an Jackpots und Auszahlungsgarantien. Insgesamt, es gibt das Wettchampionat für die, die nicht in die Kreau kommen können, natürlich, die sich auch beteiligen können. Und ein riesiges Rahmenprogramm rundherum für die Kinder, für die Familien und so weiter. Wetter sollte auch passen nach derzeitigen Vorhersagen. Also wir erwarten schon wieder Full House, wenn man das so sagen kann. Also lohnt sich also Live-Rennsport in der Kreau zu erleben. Und lieber Alex, Herr Dr. Grutzler hat schon angekündigt, Wettchampionat, warum sollte man da teilnehmen? Weil man
sich eigentlich auf billige Art und Weise Geld verdienen kann, wenn man unter die ersten fünf zumindest kommt in diesem Wettchampionat. Und man sowieso Rennen bewettet, kann man das eben mit einem Gewinn versüßen. Also es sind fünf Preisgelder ausgelobt. Die Hälfte gibt es also 750 Euro für den, der den meisten Umsatz macht an diesem Tag. Und alle weiteren Informationen kann man dann eben sowohl auf Hoofworld bzw. auch auf der Greauer Homepage nachlesen, wie die Preisgelder eben weiter aufgeteilt sind. Und ja, Ziel ist es eben, den größtmöglichen Umsatz mit einem Startkapital von 200 Euro zu machen. Okay, also 200 Euro muss man auf seinem Konto haben oder jetzt am Wochenende einzahlen. Dann am besten eine E-Mail schreiben an service@trotto.de und dann bekommt man Zugangsdaten und auf einem SIP-Konto. Und wenn man, glaube ich, in den ersten Rennen einen Umsatz erzielt hat, dann kriegt man einen Bonus. Ist das korrekt? Genau, die ersten drei Rennen eben quasi einmal das Kapital gedreht hat, dann bekommt man 50 Euro Bonus, also nochmal zusätzliches Geld, wenn man zumindest einmal einen riskiert, der, welche Wette auch immer, zumindest Platz bietet sich dann meistens an. Ja, und da kann man mal 50 Euro auf jeden Fall abstauben. Und jetzt kommst du, lieber Gerd, ins Spiel bei dieser Sache. Ja, du hast im ersten Rennen ein Pferd, was kaum einer kennt, der Name ist Nomos Boko. Und du hast schon ein bisschen gehört, die Wetter suchen natürlich jetzt so ein Einsatzpferd, wo man die 200 Euro gleich raufknallen kann. Bist du derjenige wo? Naja, ich habe den über eine Auktion in Schweden erworben. Pferd hat eine tolle Performance stehen. Ich habe auch mit Jorma telefoniert, Jorma Kontio, der ihn immer gefahren hat. Und er hat gemeint, wenn du ein Pferd kaufen willst, dann sollst du den kaufen. Und deswegen haben wir eigentlich auch zugeschlagen. Hat jetzt einige Wochen schon bei uns verbracht und Gott sei Dank sind die Barbiere auch angekommen. Ein Dankeschön natürlich an den WTV und natürlich an die Zentrale in Österreich, die sich hier sehr massiv eingesetzt haben. Ich denke auch Peter Trutzler wird seine Fäden in die Waagschale geschmissen haben. Der hat Connections, der Mann. Auf alle Fälle. Und was ist das für ein Typ, dieser Nomos Boko? Was hast du für einen Eindruck im Training gewonnen? Training ist natürlich kein Rennen. Ich habe mit Timo Nomos gesprochen. Das heißt, ein Mitarbeiter von mir hat mit ihm gesprochen, weil ich kann natürlich kein Finish. Aber ich habe ihm gesagt, wenn ein Ready Cash pullt, dann werde ich ihn nicht kaufen. Und beide, Jorma Kontio und Timo Nomos, haben mir versichert, dass er eben auch nicht pullt. Ja, so einen habe ich schon und ein zweiter ist nicht so angenehm sein. Aber die Arbeitsleistungen, um auf deine Frage zurückzukommen, die sind schon ansprechend. Das ist ein, denke ich, einfaches Pferd. Ist ein bisschen phlegmatisch, aber wenn es darauf ankommt und wenn man die Zugwarte rausnimmt, dann wurde mir von den beiden Herren versichert, dass es richtig vorwärts geht. Okay, Alex, schließt du dich da an oder würdest du noch ein zweites Pferd mit dem Boot werfen, wo man so einen 100er Platz rauflegen kann? Ja, Startnummer ist jetzt nicht ideal, aber Happy Check, die Performances bis jetzt waren sehr stark. Der Sieg in der Greau letztes Mal war auch eindrucksvoll aus der zweiten Reihe. Und der hat jetzt die letzten Starts nicht viel falsch, die letzten zwei Auftritte in der Greau beide gewonnen. Ich glaube auch am Derby-Renntag oder einen Renntag davor. Da war eben auch am Ablauf und eben sein letzter Start war auch in der Greau vor drei Wochen. Okay. Wenn er leicht gewonnen hat, also das wäre sicherlich die Alternative dazu, aber ja, 1600 Meter Rennen haben so ihre eigenen Gesetze, das ist, man sollte damit bedacht, also gleich all in, weiß ich nicht, ob das die beste Option ist, sicher, man kann mal einen Großteil davon riskieren, aber ich glaube, für all in zumindest auf Platz bietet sich dann noch die dritte Tranche an, also das dritte Rennen. Okay. Da ist dann auch der Gerd wieder gefragt, aber da kommen wir dann nicht hin.
Da kommen wir hin. Aber jetzt der Präsident wird gefragt, natürlich muss sich das Geld drehen. Wenn alles Geld natürlich gleich im ersten Rennen flöten geht, dann sieht es natürlich für das Wettkampfchampionat und für den Umsatz am ganzen Tage schlecht aus. Also hofft man natürlich auf den Sieg eines Favoriten, oder? Ja, also unser Rennsekretär, bei dem ich mich da auch noch einmal bedanken will, den Christian Pfeiffer, der da wirklich ein tolles Programm für diesen Tag auf die Beine gestellt hat, nicht nur international, sondern auch so, hat natürlich das schon auch mit Bedacht gewählt. Und wir wissen ja, dass dieser Nurmus Boko, ja, das hat aber Gerhard ja nicht dazu gesagt, um durchaus sehr respektables Geld erworben wurde bei dieser Auktion. Und das wird man ja nicht tun, wenn man von dem Pferd nicht sehr hohe Erwartungen hätte. Also ich denke mir, dass er oder der zweitgenannte Happy Jack hier schon gut dafür sind, hier das Geld mal rotieren zu lassen, auch im ersten Rennen. Gerhard, das noch einen zweiten Starter, Quality Control, frischer Sieger aus Wels. Aber geht es hier nur um ein kleines Platzgeld mit dem Hexer, Jos Verbeek? Naja, Jos ist für so Pferde natürlich schon ein Mann, den man engagieren kann. Ich habe mit ihm telefoniert, ob er mir das Pferd fahren würde. Er hat natürlich sofort eingewilligt und wir werden sehen. Eine ganz, ganz komplizierte Stute, aber mit enormem Laufvermögen. Und ich hatte immer behauptet, wenn die in Berlin funktionieren würde, würde sie eine hohe 12er-Zeit und oder eine niedrige 13er-Zeit laufen können. Das ist aber nie passiert. Also habe ich mich getäuscht. Aber vielleicht kann es Jos fertig machen. Okay, also die ersten Rennen werden natürlich gut besprochen, weil da muss ich das Geld richtig drehen. Deswegen keine Sorge, wir bleiben heute auch im Zeitrahmen. Wir machen es wie bei den Politikern, wenn der Alex zu viel redet, dann wird er einfach stumm geschaltet. Der hat also nur gewisse Redezeit hier bei uns. Also, zweites Rennen und der Gerd ist hier mit dabei mit Power Winner. Was können wir hier erwarten? Du bist nicht getippt, Gerd. Wundert mich eigentlich ein bisschen. Die Stunde hat nicht viel falsch gemacht. Kann einmal einen Fehler machen, wenn man sie richtig losschickt und hat sie auch schon gemacht mit mir und glaube aber nicht, dass das passieren wird, weil auf 2600 Meter muss man am Start, wie gesagt, nicht alles riskieren und ich glaube, die 2600 Meter, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die Distanz eine solche, macht dir kein Problem. Okay, also hier sind Ambitionen, Herr Dr. Trutzler, Sie schauen so ein bisschen skeptisch. Ich schaue deswegen skeptisch, weil das eigentlich für mich eines der offensten Rennen des ganzen Renntages ist. Ich habe da versucht, mich ein bisschen vorzubereiten natürlich auch und habe gedacht, naja, also wäre ich jetzt im Wettchampionat in dem Rennen, wäre ich vorsichtig. Ich sage es ganz ehrlich. Okay. Nicht nur auf 1600 Meter, auch die auf 2,6 haben manchmal eine eigene Dynamik, nämlich im gegenteiligen Sinn. Es wird meistens dann irgendwo zusammengebremst, der erste Kilometer, die ersten 1500 Meter. Das liegt nicht allen Pferden so gut. Wenn du ein heftiges Pferd hast in der Innenlage und so weiter, dann nehmen sich oft gute Pferde viel Kraft. Und das ist viel Rennverlauf. Und ja, der Erstgetippte hier hat die schlechteste Startnummer. Ja, auch da ist die Frage, er ist ein sensationelles Rennen gelaufen in Baden nach einem, weiß ich nicht, 50 oder 60 Meter Startverlust, wo er das Pferd dann nachgeschickt hat, nach der Hanse Lichtenwörter. Und bis zum Schluss eigentlich gleich auch dann noch war mit den Führenden und nur knapp geschlagen war. Also der kann schon auch laufen und stehen, aber 2600 Meter ist immer etwas Eigenes hier auch in der Creau. Und also ich persönlich wäre vorsichtig in diesem Rennen. Okay. Ich möchte anfügen noch etwas. Mir wäre natürlich auch lieber, wenn die Power Winner auf 1600 und da Thomas Bucho auf 2,6 laufen könnte. Also das muss ich dann dazu sagen dürfen, ja. Na klar. Und Alex, was sind deine Pferde im zweiten Rennen? Ja, Chaparral RZ, muss man schon sagen, war das letzte Mal, da war im gleichen Rennen wie der Gerd mit der Power Wiener und hat aber das deutlich aufwendigere Rennen gehabt außenrum. Ganze Rennen eigentlich zweite Spur, eine Führpferd, brav durchgekämpft, im Einlauf dann ein bisschen nachlassen, aber das ist so Typ Dauerläufer. Unter den ersten drei erwarte ich den auf jeden Fall. Ein Chaparral erzählt, also das wäre schon ein Pferd, okay, wenn man da jetzt eben wirklich auf den Bonus einmal spielt, dass man da auch was fallen lässt, auf den auf Platz. Ansonsten, ja, ist es ein offenes Rennen, das muss man schon sagen. Dass Bauer Wiener nicht getippt ist,
Hat mich auch überrascht, weil die sehe ich persönlich schon als zweite Chance hinter Chaparral RZ. Letzte Mal ein bisschen zum Schluss früh nachgegeben, aber da gleich auch die Frage an Gerd, ist vielleicht unterwegs ein bisschen zu schnell gewesen, dass sie dann zum Schluss nicht mehr zusetzen hat können? Nein, ich denke, wenn ich mich richtig erinnere, da war im Vorfeld so ein bisschen ein-, zweimal anstoßen, auch das heißt, bisschen Irritation an den Luftwegen, und da haben wir ein wenig mit der Arbeit nachlassen müssen, und ich denke, das war vielleicht ein paar Prozent der Leistungsfähigkeit weg. Okay. Okay, drittes Rennen, und hier haben wir ein Hauptereignis mit 20.000 Euro Dotation, Zuchtrennen für dreijährige Pferde, und natürlich sticht hier FaceTime Sparda aus. Der Präsident wird natürlich über das Starterfeld genauso froh sein. 9 Pferde sind am Ablauf. Ist die unverlierbar, Herr Dr. Trutzler? Wenn man den Gerhard fragen. Das machen also wir danach. Ich muss ja sagen, ich habe ja das letzte Rennen, die Breeders' Crown in Ebrechtsdorf, nicht gesehen. Ich war auf Urlaub in Amerika zu dieser Zeit. Haben mir dann nur die Aufzeichnung angeschaut. Ich meine, dass im Jahrgang 2 Pferde natürlich über der Konkurrenz stehen, nämlich FaceTime Sparda und Super Crown, das hat man ja die letzten Rennen gesehen. Dass FaceTime Sparda normalerweise hier das bessere Ende für sich hat, hat man auch gesehen. Ich denke, dass das Pferd von Kurt Sokol im Einlauf immer irgendwelche Schwierigkeiten hat, die ich persönlich nicht einordnen kann, aber Kurt Sokol kann im Einlauf mit diesem Pferd eigentlich nicht mehr vorwärts fahren, weil das Pferd sehr stark nach innen drängt, was ja auch einmal dazu geführt hat, dass er da wegen Verlassens der Bahn disqualifiziert wurde auf den letzten Metern. Wäre das nicht so, dann würde ich mir denken, dass es vielleicht doch ein Duell werden könnte. Aber unter den gegebenen Umständen würde ich FaceTime Sparda als deutliche Siegkandidatin oder Siegerin hier sehen. Gerd, gibt es irgendwelche Zweifel wegen dem Startplatz 8? Naja, es ist natürlich ungleich schwieriger wie mit Nummer 2, 3, 4, 5. Das ist überhaupt keine Frage. Der Peter Trutzler hat das schon richtig erkannt. Es ist natürlich jetzt eine andere Voraussetzung. Es werden Versuche stattfinden, um direkt nach vorne zu fahren von den Mitbewerbern. Warum? Weil, wenn FaceTime Sparda gut beginnt, möchte natürlich jeder, als stärkste Beginnerin, möchte natürlich jeder hinterherfahren. Aber es ist halt doch ein weiter, weiter Weg von der Nummer 8 bis nach ganz vorne. Man muss sich auch dann in der Startphase oder kurz nach der Startphase entscheiden, wie man das Rennen mit einem solchen Favoriten, und das ist sie ja, das kann ich ja schon bestätigen, wie man das Rennen dann anlegt. Es ist ja nicht ganz einfach. Wenn man außen herumfahren muss, lange Zeit, dann gehen natürlich viele Körner durch das Sieb. Und ich denke aber trotzdem, dass die Stute so stark ist, dass sie dieses Problem eigentlich lösen kann. Okay, Alex, Namensvetter, Sokol, Familienpferd? Onkel, ja. Ja, tolles Pferd. Onkel macht es im Prinzip auch, der Gerd steht als Verantwortlicher darin, aber im Prinzip macht der Onkel alles selbst. Ja, woran das liegt, dass sie immer reindrängt, weiß ich nicht, habe ich ihm auch nie gefragt. Ist seine Angelegenheit, muss er wissen. Ich denke mir, es könnte auf jeden Fall interessant werden, weil ein paar Mal war es zumindest knapp, und da war eben, wie der Gerd gesagt hat, war er leicht vorne. Diesmal wird man versuchen, dass es vielleicht schwieriger den Weg nach vorne. Im Endeffekt hat sie die letzten Rennen aber so leicht immer gewonnen, dass natürlich FaceTime Sparda das zu schlagende Pferd ist. Wenn FaceTime Sparda jemand schlagen kann, dann kann ich mir nur Super Ground vorstellen bei den anderen. InterKP hat sich brav weiterentwickelt, aber um den Sieg, glaube ich, wird es dann schon schwierig gegen die beiden Stuten. Okay, wie sind die letzten Leistungen von Grazie Venus einzuschätzen? Die beiden Siege, sind die gut genug, um hier ganz weit vorne zu landen?
kommt aus der Maiden-Garnitur und ist, glaube ich, ein Pferd, das noch Starts braucht, um sich weiter zu steigern. Hört sich jetzt vielleicht blöd an, wenn ein Pferd zwei Siege da stehen hat, aber Sprung jetzt in den Zuchtrennen ist er dann noch einmal weiter, eben Inter-KP mit Platzierungen und der hat auch einen Sieg oder zwei in Italien geholt, einen Sieg in Italien geholt. Ich glaube, der ist schon auch stärker einzuschätzen und der ist eigentlich die klar dritte Chance, dann ist noch ein Sixpack da. Das sind die vier Pferde, sagen wir mal, die stark sind. Capitano V, weiß ich nicht, der hat schon Ansätze gezeigt, aber in den Rennen irgendwie noch nicht so richtig umgesetzt. Der vielleicht auch noch ein Kandidat, der da um Platzgeld mitspielen kann. Okay, schönes Zuchtrennen. Dann schauen wir weiter. Wir sind beim Alltagssport, viertes Rennen. Wir haben einen Amateurfahren. Da werden wir ganz schnell mal die Sieger hier einmal raushauen. Alex, wer sticht hier für dich heraus? Wer sind deine zwei, drei Sieganwärter für diese Prüfung? Gar nicht so einfach zu lesen. Thomas Reuer, Delta, Venus haben solche, so ähnliche Prüfungen am Derby-Renntag für sich entschieden. Mhm. Auch die gehört auf jeden Fall am Schein. Kitana bringt immer starke Leistungen. Steherdistanz ist für sie recht gut, würde ich mitnehmen. Und ja, wenn du mir noch einen dritten abverlangst, nimm aus jedem Band einen, dann bin ich auch noch beim Diamant Venus, obwohl, weiß nicht, das ist ein offenes Rennen. Ich glaube, da kann durchaus was auch in der Siegfrage passieren. Die, auch wenn es nicht der Weg vom Patron Viking ist, die Steffi kommt mit ihm gut zurecht. Idealer Startplatz als erster Linksdreher, fängt schnell an. Wenn sie schafft, an die Führung zu kommen, ist auch Patron Viking, finde ich, nicht ganz uninteressant. Für ganz vorne. Okay, also 3,5 Pferde hat der Alex genannt. Was sind die drei Glückszahlen von Herrn Trutzler für dieses Rennen? Ja, ich möchte vielleicht noch einen ergänzen. Ich sage das jedes Mal in unseren Aufzeichnungen, in unseren Sendungen hier. Beenderstart, ja. Amateurfahren, Beenderstart, 6 Pferde in einem Band. Ein paar, wie soll ich sagen, eher ungeübte Amateure, die dieses Band anführen. Sei es jetzt der Herr Planitzer, das heißt der Herr Stocker im zweiten Band. Das ergibt immer eine eigene Dynamik, kann ich aus meiner eigenen Wahrnehmung als Starter gut sagen. Das heißt, ja, verschiedenste Startnummern sind hier nicht unbedingt bevorzugt, sage ich jetzt einmal in diesen Startmethodik. Darum würde ich vielleicht trotzdem noch Nummer 1 mit auf den Schein nehmen, Delaware Vice Ass. Das ist sicher nicht unbedingt seine Idealdistanz, 2600 Meter. Aber mit der Startnummer 1, wenn er gut vom auf den Band kommt und sein Besitzer versteht sich ja mit ihm hervorragend, dann wird er da sicher auch mitmischen. Gut. Und Gerd, du hast insgesamt 3 Pferde, also zeichnest verantwortlich für 3 Pferde. Fährt Steffi das wohl am besten platzierteste Pferd im ersten Band? Na, ich weiß nicht, ob das beste platzierte Pferd ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass Patron Viking keinen Fahrer spürt. Unter 50 Kilo ist das eigentlich ein Selbstroller. Das ist Spaß, aber natürlich, sie hat ein Rennen in Wels, glaube ich, mit ihm schon gewonnen, und das relativ überlegen und das auch gegen gute Pferde. Also wenn sie eine Fahrt bekommt, dann denke ich, dass sie auf alle Fälle platziert ist. Das denke ich auf alle Fälle. Was den Manuel Hagleitner betrifft, hat ein Bauer BMG, hat ein gutes Pferd in der Hand, hat natürlich 25 Meter Zulage, ist dann doch ein bisschen schwerer, aber auch der kann platziert sein, warum nicht? Er ist auch gut in Form, denke ich, kann sein. Wer ist der Dritte? Jojo Mali mit Kurt. Das ist ein gutes Pferd. Kurt Bredschacher hat ein gutes Pferd an der Hand, der hat letztes Mal eine tolle Leistung gebracht. Von dem bin ich fast überzeugt, dass er gut platziert ist. Okay. Gewinnen ist eine andere Geschichte. Na, das ist Glückssache hier wahrscheinlich in dem Feld, aber ich glaube, der Hinweis, den habe ich gerne notiert zum vierten Rennen. Fünftes Rennen und bleiben wir gleich beim Gerd. Du hast nämlich mit Power Mystic, Power Winnetou und Melodies Fabula gleich 3 Kandidatinnen in diesen zweijährigen Rennen, eine Rennserie. Power Fabulous. Power Fabulous. Und 4 Pferde sogar. Meine Augen werden immer kleiner, die werden auch nicht besser. Gerd, du hast ein Pferd, was schon gewonnen hat. Fährst du das beste Pferd von diesen 4? Nicht das beste Pferd, aber ich denke, dass am weitesten entwickelt ist. Okay.
Eines möchte ich zu dem Rennen natürlich sagen, es ist schon als Trainer und auch für die Mitbewerber beruhigend, dass wir ein Rennen in der Greau, das erste zweijährige Rennen in der Greau mit 8 namhaften Startern aufstellen können. Ich habe gesehen heute ein zweijähriges Rennen in Schweden mit 5 Nennungen und dann sind irgendwie 3 ins Ziel gekommen. In Frankreich sind die auch relativ dezimiert, aber da können wir schon stolz sein, dass wir 8 Stück am 7, glaube ich, sind es an dem Sonntag, aber trotzdem 7 ist trotzdem. Entschuldigung, 7 muss ich mich natürlich korrigieren, aber es sind auch 7 gut, das muss ich sagen und das freut mich persönlich, weil wir auch in der Zucht tätig sind, freut mich schon sehr. Auf deine Frage zurückzukommen, ja, Melodies Fabula ist die weit entwickelste Stute in unserem Quartier. Power Fabulous hat natürlich schon auch ein Rennen gelaufen mit dem Franz Kohnlechner, denke ich, und er war begeistert von dem Hengst. Er hat gemeint, er hat tolle Möglichkeiten, das sehe ich auch so. Und die beiden frisch qualifizierten, Power Winnetou mit der Conny und Jos Verbeek fährt Power Mystic. Die haben sehr gutes Blut, können sehr schnell laufen und ich denke, auch die sind nicht ganz wegzudenken für eine gute Platzierung. Alex, von den Quali-Zeiten her müsste es eigentlich auch ein Meier-Einlauf hier werden, wenn ich das so sehe. Gib nur ein bisschen Chance, merci Cherie, da sollte man nicht zu viel auf die Quali-Zeit geben, dass man ersten Kilometer ganz langsam angegangen und letzten 500 waren dann schon noch sehr ordentlich. Also ich glaube, die kann laufen. Cherie sagt vielleicht auch den deutschen Zuschauern noch was, ist eine deutsch gezogene Stute auch gewesen, die, glaube ich, 21 Rennen in ihrer Karriere gewonnen hat bei nicht so vielen Starts. Also ich glaube, 35 Starts, war eigentlich immer vorn dabei. Und ihre Nachkommen, die Merci Cherie, wirkt mir ähnlich wie die Mutter jetzt vom Gehabe und von dem, was sie gezeigt hat. Vielleicht ist jetzt noch nicht ganz so weit, aber für die Zukunft, glaube ich, ist die auch vorzumerken. Okay. Und auch das Kompliment an den Rennverein ist, glaube ich, angekommen beim Präsidenten bezüglich des zweijährigen Renns. Hier steht auch Rennserie im Programm. Sind also noch weitere zweijährige Rennen geplant, Herr Dr. Trutzler? Wir haben jetzt im Endeffekt als Vorbereitung auf das zweijährige Zugrennen, das Mautner-Gedenkrennen, das am 28. gelaufen wird, hatten wir eine Rennserie geplant. Es ist am ersten Renntag das Rennen nicht zustande gekommen, am ersten Saisonrenntag. Wir haben jetzt diese 7 Pferde hier und wir haben dann am 28. Oktober das Mautner-Gedenkrennen. Das wird doch hoffentlich auch als Zugrennen, so wie es der Gerhard gesagt hat, hoffentlich mit 7, 8, 9 Startern bestücken können. Ja, zweijährige Rennen sind ein eigenes Thema. Wir überlegen da auch, wir werden auch in Zukunft etwas verändern müssen, weil natürlich auch die Finanzierung dieser Rennen, sprich die Einsätze für die Zuchtrennen bei den Zweijährigen, noch stärker zurückgehen als bei den anderen Jahrgangskategorien. Aber wir werden entgegen meiner Aussage in meinem Interview, also auf das Mautner in Zukunft nicht verzichten, sondern wir werden es weiter aufrechterhalten. Da war auch von der Trainervereinigung, muss ich sagen, ein sehr starkes Veto dagegen, aber wir müssen es halt ausschreibungstechnisch ein bisschen verändern, sozusagen, um es auch wirtschaftlich für den Verein möglich zu machen. Aber mich freut es unheimlich, dass diese 7 Pferde zusammengekommen sind. Ich weiß, dass da noch 2, 3 andere sind, auch im Ausland trainierte Pferde, die für das Mautner dann auf jeden Fall kommen werden. Ja. Zum Beispiel von Victor Gaines Trainingsquartier und so weiter, der hier für österreichische Interessen auch trainiert. Also ja, wird hoffentlich gut ausgehen. Also Planung halt hier für die Aktiven an dieser Stelle. Wir müssen noch mal ganz kurz zurück zum dritten Rennen. Wir haben vergessen, 10.000 Euro warten in der Garantieauszahlung in der Super 76-Wette, die da beginnt. Alex, noch mal ganz kurz zurück, weil wir brauchen ja 2 Banken. Wäre das die Bank Nummer 1 gewesen? Ist natürlich eine mögliche Bank und sage ich mal, da 2 Pferde ja doppelt so viel kosten, entscheidet man sich halt einmal gleich auch für die Bank. Und bei den Zweijährigen eher nicht? Zweigen sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber der Gerhard hat schon gesagt, die Melodies Fabula, die wirkt schon, ebenso wie es gesagt hat, frühreif, die ist am weitesten entwickelt, kann man auch probieren, aber bei den 2, ja, aber bei den Zweijährigen weiß man immer, dass irgendwas passieren kann, also so ist es. Würde ich jetzt nicht primär forcieren.
Eines ist ja schon auch noch dazu zu sagen, es ist natürlich, wir haben unser Quartier ja nicht in der Greau oder nicht am Rennplatz, wir kommen hin und diese Pferde, meine Pferde, die waren da noch nie, also die beiden besseren Platzierten, wie wir so denken, waren da noch nie und das ist natürlich auch etwas, was man in der Wette, denke ich, mit einbeziehen muss. Okay. Nächstes Rennen ist umso offener. Wir haben 14 Stück gemeldet für das 6. Rennen. Gerd, du bist laut Programm Favorit oder bist dann 1 getippt worden. Nimmst du diese Favoritenstellung an? Sagst du mir, welches Pferd? Ich habe ein Doro CBR. Ah, ist gut. Die ist gut. Ist gut. ja, die ist gut. Und ich habe das Rennen auch schon gelesen. Aber kein hundertprozentiger Tipp, würde ich sagen, ist die nicht. Aber ich glaube schon, dass die ganz weit nach vorne laufen kann. Okay. Alex, wer sind die Gegner für Doro CBR? Bei ihm ist Feier sehr laufgewaltig, aber haben wir zuletzt in Ibrechtsdorf wieder gesehen. Er ist ein bisschen schwierig, ein bisschen reingedrängt, der hat so seine Eigenheiten. Ist aber ein sehr gutes Pferd. Weiß nicht, da sind einige Außenseiter vielleicht auch drin, die vielleicht überraschen können. Fehlt ein Bodyguard jetzt fast zuletzt geschafft. Und denkt, er ist auf 2-1 sogar vielleicht ein bisschen besser aufgehoben. Joe Cocker nicht? Der hat mich jetzt eigentlich enttäuscht. Letzte Mal wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch in Gregor Grenmeier. Jetzt versucht man es wieder defensiv. Um ehrlich zu sein, wenn ich mir das Programm dann weiter so anschaue, sicherlich gibt es noch einige andere Bankenmöglichkeiten, aber ich würde fast mit der Doro CBR aus Bank gehen, wäre zuletzt auch meine gewesen und der Gerd ist eigentlich festgesessen und spät bis eigentlich gar nicht freigekommen und die ist noch sehr gut herangekommen. Ich glaube trotzdem, dass sie das Rennen für sich entscheidet. Gute Info. Herr Dr. Trutzler? Bei meiner Bank Nummer 2. Gut, nehmen wir. Also, mutig, in dem Rennen eine Bank zu haben, aber ja. Why not? Nein, mir ist mir eines aufgefallen, ich meine, die Startnummer 2, True Blue, zuletzt als Wahnsinns-Außenseiter eigentlich easy erfolgreich, sage ich jetzt mal. Jetzt wissen wir natürlich aus uralter Spielervergangenheit, die ich auch erleben durfte, wenn ich mir gesagt habe, einer, der mit Toto 1000 gewinnt, der bestätigt selten, ja. Würde es aber trotzdem nicht für ausgeschlossen halten, sage ich jetzt mal. Der hat natürlich eine gute Startposition von da vorne weg und ja, wer weiß, zuletzt von der 8 gewonnen, natürlich gegen schwächere Gegner, keine Frage, aber ich würde den auch nicht ganz aus der Betrachtung lassen. Ja, wer bei der Hochzeit nicht dabei war, der braucht auch nicht zur Beerdigung gehen, so heißt so ein Spruch auf jeden Fall in Deutschland. Also das ist auf jeden Fall mit der gleichen Bedeutung. So, 7. Rennen und wir haben das Franz-Grußmann-Gedenkrennen und wir haben hier nochmal ein Amateurfahren. Ganz schnell, wenn wir das abwickeln. Alex, wer sind die Pferde für die Super 76-Wette? Gas im Feld ist die 11, gehört auf jeden Fall am Schein, Pferd mit Gangschwierigkeiten, aber sehr schnell. Mr. Lord Venus die 2. Ja. Die 6 und die 7 würde ich auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Also 4 Pferde, beide Pferde nicht von Gerd. Gerd hat Checkpipe, BMG und Be Happy Now. Spielen die für den Sieg keine Rolle? Einer muss ich noch in die Schlacht werfen. 5 Pferde, Dandy Venus auch noch. Dandy Venus, okay, dann ist er immer noch nicht dabei, der Gerd. Ich bin schon dabei, ich glaube, ich bin schon dabei. Zwar nur mit der Platzierung, aber okay. Niemals unterschätzen. Niemals unterschätzen. Wer ist denn besser, Be Happy Now oder Checkpipe, BMG? Ich denke, die sind ziemlich gleichwertig. Wer das klügere, bessere, leichtere Rennen fahren kann, erwischt, der wird eben weiter vorne sein. Aber ich denke, warum sollen die nicht platziert sein? Okay. Herr Dr. Trutzler, 5 Pferde hat der Alex angesagt. Hier 2, 3, 6, 7, 11. Haben wir genug für die Super 76? Ja, mehr als genug, denke ich. Mehr als genug. So, und dann kommen wir zum 125. Graf Kalmann-Hunyadi Gedenkrennen. Wir erinnern uns alle noch an den Sieg von Luzzano Bocco im letzten Jahr gegenüber Knight Brodde. Ein tolles, spannendes Rennen. Und ich muss sagen, ein absolut tolles Starterfeld mit aus verschiedenen Ländern, aus Holland, aus Schweden, aus
Was haben wir noch aus Österreich natürlich, denn aus Italien, wenn ich hier so sehe, also wirklich ein internationales Rennen zustande gekommen. Da ist man stolz, Herr Dr. Trutzler, wenn man so ein Starterfeld hier aufbieten kann. Ja, da kann man wirklich sehr stolz sein und wie gesagt, danke auch noch einmal an meinen Rennsekretär und Generalsekretär. Es ist ein kleines Jubiläum, wir haben 150 Jahre Wiener Trabrennverein, es ist das 125. Graf Hermann Hunyadi Gedenkrennen und ich glaube, es ist ein würdiges geworden. Wir können hier nur 25.000 Euro an Preisgeld aufbieten, wenn ich da heute in das französische Rennprogramm schaue, was da heute hier in Versailles ausgefahren wird, dann ja, glaubt man, man ist in einer anderen Welt, sage ich jetzt einmal. Und vielleicht das auch noch, weil das auch schon irgendwo angesprochen wurde, wir zahlen hier auch keine Handgelder sozusagen. Also hier gibt es keinen Starter, der quasi seinen Siegpreis schon fix in der Tasche hat, wie das vielleicht vor Jahrzehnten auch noch übrig war, damit man einen Star hierher bekommt. Auch das tun wir nicht mehr. Okay. Schon lange nicht mehr. Das heißt, die kommen, kommen gerne und es ist toll, dass so ein Starterfeld zusammengekommen ist und dass Leute wie Henk Grift, wie Michael Nimczyk und wie Konrad Lugauer immer wieder und jedes Jahr diesen Weg hier in die Kreau finden, um hier teilzunehmen. Und ich denke mir, dass so ausgeglichen, wie es dieses Jahr ist, es schon lange nicht war. Ich sehe hier kein Pferd, das wirklich herausragt, sage ich jetzt einmal, sondern ich sehe vier Pferde mit sehr, sehr guten Chancen und wird ein spannendes Rennen werden. Das glaube ich. Gerd, du bist mit dabei. Du bist Catchdriver für Henk Grift. Du steuerst Galant Gala, einen 8-jährigen Cocktail-Jet-Sohn. Konntest du mit Henk schon mal sprechen? Ja, er hat mich angerufen und hat mich gefragt natürlich. Und ich mache das gerne für ihn. Ich bin schon einige Male für ihn gefahren. Und er meint, es ist ein gutes Pferd. Ich kenne das Pferd überhaupt nicht, muss ich sagen. Kommt auch, glaube ich, aus zweimaliger C-Bahn. Mhm. Veranstaltung, ja, so ist es. Und ja, mehr weiß ich nicht, aber Henk ist Fachmann genug, um mir 10 Minuten vor dem Start zu sagen, was Sache ist und so wird es auch dann vollstreckt werden. Aber wir wollen doch nicht 10 Minuten vor dem Start fragen. Wir machen jetzt einen Überraschungsanruf und wir haben jetzt Henk Grift in der Leitung. Hallo Henk, wir sind hier mit dem Winner Circle. Kannst du uns gut verstehen? Ja, sicher, das geht gut, alles in Ordnung. Könnt ihr den Henk verstehen? Natürlich. Ja. Ja. Also, Gerd Meyer möchte natürlich wissen, er steuert Galant Gala für dich. Was ist das für eine Chance? Ja, der hat nicht eine ganz schöne Nummer natürlich mit die 8, aber Gerd kriegt das schon hin. Ich weiß nicht, wie auch 20-fache Österreich, so meistens wird es schon regeln. Mit ein bisschen eine gute Lage hoffentlich zu bekommen und dann wird der Platz gerne laufen können. Ich schätze mal, gehe ich mal von aus, aber wir brauchen ein bisschen Glück mit die 8 natürlich. Okay, ein bisschen Glück ist gefragt. Du hast aber noch Gigolo Lover am Start mit Jos Verbeek. Da sind die Erwartungen hoffentlich ganz anders, oder? Ja, Gigolo Lover ist gut in Form. Der leidet Pech gehabt in München, wo der sprang am Start. Er hatte viel aufgeholt, noch ohne was zu tun. Und die Strecke passt ihm gut. Und Jos hat schon mit Basier telefoniert. Und Sam Michel hat ihn erklärt, wie der ein bisschen ist. Und ja, ich glaube, die kommen beide zurecht. Und naja, wir hoffen, dass wir vorne mitmischen können. Da gehen wir wohl von aus. Ja, ist ein weiter Weg für dich, aber du bist trotzdem da mit 2 Pferden. Du bist parallel noch in Gelsenkirchen mit Faubourg. Wie sehen die Chancen da aus im Grand Prix de Gelsenkirchen? Okay, dann ist das, dann haben wir die Info schon mal gehabt. Und danken dir für diesen spontanen Angriff, Henk, dass du das mitgemacht hast, ja? Schön, danke. Thank you well, tschüss. Danke. Ja, das war Henk Grift zu den Chancen von Gigolo Lover natürlich. Und Alex, jetzt brauchen wir natürlich deine Expertise. Wir haben hier, ich habe fast 5 Pferde hier angekreuzt in dem Rennen. Natürlich auch ein Jaguar von Assum, der mich in Berlin sehr imponiert hat. Mit Startfehler ist der angeflogen gekommen. Du wirst das Rennen nicht gesehen haben. Du interessierst dich ja gar nicht für unseren Sport, oder? Nein, überhaupt nicht. Ja, trotzdem glaube ich, wird es schwer werden. Also eine schöne Fahrt auf jeden Fall für den Christian Eisel, der hat sich das alles selbst organisiert, war auch sehr bemüht, andere holländische Starter zu bekommen, da er durch seinen Beruf auch viel in Europa herumkommt. Wie gesagt, jetzt hat er sich selbst quasi ein Geschenk gemacht und eine Fahrt organisiert. Okay. Wird schwer, ehrlich zu sein, denn ja, Gigolo Lava natürlich ganz starkes Pferd, auch wenn die Formen ständig in Golddivisionsrennen
der wird auch sicherlich seine Chancen haben. Yahoo Diamant, gute Leistungen gebracht in Frankreich schon mit Platzierungen. Werde ihn mich ja dann natürlich bei der Fahrerpräsentation fragen, aber ich, so wie es aussieht, glaube ich, ist das Vorbereitung vielleicht aufs Wintermeeting statt in Gelsenkirchen, statt im Hunia, die mit 140.000 gibt es in Deutschland, ist auch nicht viel Rennen, also da wird es wahrscheinlich über den Winter auch wahrscheinlich Frankreich gehen. Lozano Boco, Super Trot Cup, alle Leistungen in Berlin, top gewesen. Der Greau, glaube ich, einmal gepatzt, einmal von Exclusive Fire geschlagen gewesen, sonst alle Rennen gewonnen. Und dann ist auch noch der Cuba del Duomo, die auch heuer schon zweimal in Vincennes platziert war, zuletzt in der französischen Provinz gewonnen hat. Die Form steht nicht im Programm. Auch nicht ganz uninteressant. Ja, du hast Thiago van Assum schon angesprochen. Ein bisschen schwerer einschätzen kann ich den anderen italienischen Kandidaten mit Sienfuego Slomà. Shining Star wird es natürlich schwer haben, da wird man wieder kleines Geld amüsieren. Maugli, also der ist in Österreich vom Startfehler Pech verfolgt, weil der macht eigentlich lustigerweise immer Fehler. Und wenn man dann sonst so ins Programm schaut, stehen meistens lauter Einser dort. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber auch der, wenn er läuft, tolles Pferd. Tolles Rennen. Wenn du mich jetzt nach Siegpferden fragst, würde ich 5, 6, 7, 9 und 10 sagen. Okay. Conny Lugauer ja eigentlich auch fast jedes Jahr dabei, Herr Trutzler. Wie kriegt man das hin, dass man diese Top-Driver, die eigentlich in Schweden ja so eine Rennen en masse haben, dass die trotzdem nach Österreich kommen? Ja, das ist interessant, gerade der Konrad Lugauer, das ist einer, der, egal wo ich ihn treffe, irgendwo in Europa auf einer Rennbahn, der immer sagt, du, nächstes Jahr zum 100 bin ich 100% wieder dabei. Ich bin sicher wieder ein Pferd. Ja? Aber das sagen viele und dann machen die das nicht. Ja, aber er möchte einfach kommen. Ich meine, er hat es ja auch schon zweimal gewonnen, muss man sagen. Und er strebt jetzt das Triple an sozusagen. Und jetzt sage ich mal, meine persönliche Meinung, ich glaube, er hätte auch letztes Jahr gewinnen können. Ich glaube, er war sich etwas zu sicher, sage ich jetzt einmal, und war halt dann auf den letzten Metern geschlagen, aber okay. Und wird diese Scharte sicher auswetzen wollen. Aber gerade der Conny Lugauer ist ein absolut unproblematischer Trainer. Das Einfuhrpapier für dieses Pferd war vorige Woche schon da, in der Zentrale. Also nicht erst am Tag der Nennung, sondern eine Woche davor lag das schon am Tisch. Und es ist alles gerichtet, das Pferd kommt frühzeitig, wird gebracht, wird hier noch ein paar Tage in Österreich betreut und startet dann von hier aus weg, damit er auch gut erholt ist. Also der nimmt da wirklich vieles auf sich und dem ist das wirklich ein Anliegen, hier zu sein. Freut uns natürlich ganz, ganz toll und wie Sie sagen, das ist nicht selbstverständlich. Der hat in Schweden natürlich ganz andere Möglichkeiten, was das Finanzielle betrifft. Ja, alles sehr professionell, was da abgeht. Dann machen wir die letzten Rennen jetzt noch im Schnelldurchlauf. Lieber Gerd, 9. Rennen. Du hast Power Gaga, ein Gugu Gaga-Sohn. Da scheint noch ein bisschen Sand im Getriebe zu sein, wenn ich den Formspiegel recht deute. Naja, er ist sehr grün. Ein großes Pferd. Der Kopf ist noch nicht so richtig dabei und hat aber trotzdem viel Potenzial, viel Vermögen. Er wird seinen Weg machen und wird seine Rennen gewinnen. Ob es jetzt gerade am kommenden Sonntag ist, weiß ich noch nicht. Okay, das wissen wir erst danach, oder? So ist es. Alex, dieses Rennen ist auch noch in Verbindung mit der Super 76-Wette, das letzte. Es wird nicht einfach werden wahrscheinlich. Welche Striche brauchen wir? Ja, 5, 6 muss man auf jeden Fall mitnehmen. Kaiser RZ, starke 15er Zeit gelaufen, geschlagen damals vom Gerd mit Bauer Bewin, der auch ein sehr starkes Pferd ist. Shiva Venus hat sich jetzt stetig gesteigert, sollte man mitnehmen. Pferd mit überhaupt keinen Formen, schlechten Formenbild da rein. Startnummer auch nicht optimal, aber zuletzt sehr aufwendiges Rennen. Und der Franz Kunder hat im Vorab-Interview schon gesagt, Odd Pepper, von der hat ein bisschen Meinung. Pech gehabt mit dem Rennverlauf, die würde ich als Außenseiterin mitnehmen. Gerd natürlich, Bauer Gaga, der kann irrsinnig laufen. Ja. Und dann noch Prosecco Dancing in Zahlen 2, 4, 5, 6 und 8. 2, 4, 5, 6 und 8, das hört der Präsident immer gerne. Viele Pferde heißt immer teurer Wettschein. Gibt es noch einen Geheimtipp in dem Rennen, Herr Dr. Trutzler? Ich glaube, es ist alles gesagt. Ich würde keinen Geheimtipp mehr sehen. Ich meine, es kommt ein Gast aus Tschechien, der Jiří Svoboda,
der seine Pferde selbst züchtet, selbst trainiert, selbst fährt. Da stehen immer ein paar Einser, Zweier und Dreier dahinter. Aber wir wissen, dass diese Formen aus Brabantice oder auch aus den anderen tschechischen Bahnen nicht ganz dementsprechen, was wir hier in Österreich haben. Also ich glaube nicht, dass dieses Pferd gut genug ist. Aber wenn man noch einen dazu nehmen würde, wollte, dann würde ich den vielleicht versuchen. Gut. 10. Rennen und das ist das Rennen, wo Grafeneck läuft, lieber Gerd. Startplatz 11, brauchen wir Grafeneck in der Viererwette? Naja, erst muss man mal sagen, ein kurios ausgeschriebenes Rennen, aber nicht uninteressant, weil der Christian Pfeiffer, der Rennsekretär, hat gemeint, er schreibt ein Rennen aus mit ansteigender Siegzahl der Fahrer. Und das geht bei euch in Österreich, ja? Das geht, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle hat er das so gemacht. Und da komme ich natürlich, egal wie viele Starter das sind, komme ich, wenn nicht irgendein ausländischer Fahrer kommt, nicht über den letzten Platz hinweg. Und das wird natürlich für den Grafeneck auch nicht ganz leicht. Da hättest du anspannen können, was du willst. So ist es. Das ist ja auch mal lustig. Also wirklich, also der erfolgreichste Fahrer hat dann die 11 und der mit den wenigsten Siegen hat die 1. Habe ich das richtig verstanden? So ist es. Ich hätte eigentlich den Grafeneck die Conny fahren lassen. Da habe ich gesagt, fahr du, dann hast du erste Reihe. Möglicherweise. Und die hat auch zweite Reihe. Vorgedessen haben wir wieder umgedreht. Da habe ich gesagt, fahr selber, du bist zwei Nummern weiter hinten. Interessante Ausschreibung, Alex. Macht die Sache jetzt aber nicht einfacher, wenn die, naja, unerfahren sind sie ja nicht, Martin Redl. Also Wolfgang Ruth, das möchte man ja gar nicht sagen, aber die haben einfach nicht so viele Rennen gewonnen wie der Gerd. Also, welche Pferde sind interessant hier für die Kombinationswetten in der Viererwette? Wie die Viererwette, wir sind noch immer in der Super, nein, sind wir nicht mehr Viererwette. Ich würde das Ganze schon wegspielen von Summer Bright, wenn er jetzt schon starke Leistungen gebracht in München, der Seeking, Postillon, Sidemoon war eindrucksvoll, obwohl da sind starke Pferde drin, also ganz, ganz so leicht ist es nicht, aber den würde ich einmal voranspielen. Global Divider sagt mir ehrlich gesagt nichts, das habe ich mir noch nicht angeschaut, wird natürlich noch kommen, ist sicherlich nicht außer Acht zu lassen. Xaver Venus für die Plätze, 3, 4 auch sicher chancenreich. CS Vendetta Dauerläufer war in Berlin, das dem Selbstlaufen gesehen. Irrsinnig stark mit den Rennern in dritter, vierter Spur, was in Berlin über den Schlusspunkt natürlich viel Kraft kostet und hat sich dann noch rangekämpft an die ersten zwei. Alvena Matthäus in Topform. Ja, das sind viele Kandidaten. Das wird sicherlich eine schöne Auszahlung in der Viererwette geben. Also einen Favoriteneinlauf per se kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Okay, wer wäre der Mumm des Präsidenten? Also ich sage eines, es gab ja ein paar, also diese Idee mit dieser Ausschreibung, ja, die kam ja per se nur vom Generalsekretär, der hat das dann umgesetzt, es haben ihn ein paar Fahrer darauf angesprochen, ja, ob das mehr im Scherz war oder nicht, würde ich jetzt gar nicht so sagen, aber einer, der sich da schon stark gemacht hat, dass es mal so ein Rennen geben sollte, war natürlich der Wolfgang Ruth, ja. Und warum er sich das jetzt so gewünscht hat, weiß ich nicht, ob das jetzt speziell wegen diesem Pferd hier war, möglich. Ja. Also ich würde den schon auch allein aus diesem Grund durchaus sehen hier in diesem Rennen, weil ich mir denke, dass sich der Wolfgang sicher etwas dabei gedacht hat, diesen Wunsch so vehement zu äußern. Verrückt. Ich werde das mal mit unserem Rennsekretär in Berlin besprechen, aber ich glaube, das lässt diese Trabrennordnung, die wir haben, ja gar nicht zu. Aber man lernt nie aus. Letztes Rennen, Luzzano-Bucco-Rennen, also der Hunyadi-Sieger vom letzten Jahr. Und jetzt muss ich ganz kurz mal schauen, ob der Gerd hat Feierabend. Der kann sich umziehen, der kann sich waschen und langsam die Heimreise antreten. Ich vergesse das immer, aber ihr seid einige Stunden unterwegs in die Kriau, oder Gerd? Ja, wir fahren durchschnittlich 4 Stunden und ja, wir versuchen natürlich, so schnell wie möglich wegzukommen. Gelingt nicht immer, weil wir ja noch viel, viel zu reinigen haben. Wir machen das alles noch in der Kreau, wird alles gesäubert, wird alles verpackt, die Pferde natürlich versorgt. Und dann laden wir und sind fast immer die Letzten, die aus der Kreau rausfahren. Der Peter Trutzler wird mir das bestätigen, weil der fährt entweder kurz vor mir oder. Der will schon ausfegen. Der will fegen. Aber der hat sicher mit seinem Trainer schon einige Nachbesprechungen vollstreckt, sage ich jetzt einmal.
Ja, langer Weg, aber wir sind das gewöhnt, wir machen das auch gerne und wir sind auch gerne bei uns zu Hause mit unseren Trainingsmöglichkeiten und ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Natürlich etwas aufwendig. Ja, das stimmt. Ihr habt auch fast die meiste Anzahl der Starter, das heißt, ihr habt einen großen Transporter, wenn nicht sogar mehrere an dem Tag. Ja, wir haben 4 Transporter. Wir fahren an dem Tag, das kann ich sagen, weil ich heute Mittag gefragt habe, mit 2 großen Transportern und einen kleinen dazu. Und dann haben wir alle Starter vor Ort, die wir brauchen. Ja, Alex, den letzten Sieger brauche ich noch von dir für das Lozano-Burco-Rennen. Kurz und knackig, wie wir dich kennen. Handicap-Prüfung, ja, kurz und knackig. Favorisiert würde ich jetzt von der Gesamtform Funny Rose Venus sehen und Herausforderer Troja. Okay, dann gebe ich das Schlusswort an den Präsidenten, Herrn Dr. Trutzler, der jetzt so langsam auch sich die Rennen, den großen Preis der UIT natürlich anschauen muss in Paris. Was denn? Ja, keine Frage. Nein, also letzte Rennen haben sie ja auch sehr ausgeglichen. 7 Pferde, da kann man noch ein bisschen in der Zwillingswette die 1.000 Euro Auszahlungsgarantie vielleicht versuchen zu knacken. Aber meine Einschätzung ist die gleiche wie die vom Alex, sage ich jetzt mal. Würde da nichts ergänzen wollen. Ja, ein wirklich fantastischer Renntag in der Kriau. Wir haben Trabrennsport ja in Berlin-Karlshorst mit den German Masters. Wir hatten Ronja Walter eben zu Gast. Und natürlich dann auch Gelsenkirchen mit dem Grand Prix de Gelsenkirchen. Sie haben auf jeden Fall jetzt schon einen Nichtstarter, den Sie jetzt zur Hand haben. Faubourg wird nicht laufen. Und parallel müssen Sie noch in der Kriau einschalten, dort vielleicht sogar am Wettchampionat teilnehmen. Denn Alex, nochmal ein Schlusssatz. Man muss nicht alles wetten, was man da auf dem Konto hat. Also das ist jetzt nicht nur für die Highroller, sondern wenn man den Rennverein unterstützen möchte, kann man sich trotzdem auch, man muss nur diese 200 Euro Startkapital haben. Ganz genau so ist es. Mehr ist nicht notwendig und man kann wetten nach Lust und Laune. Und wenn man nur 10 Euro wetten will, dann wettet man nur 10 Euro. Das ist korrekt. Ist mal nicht ganz so der Effekt gewünscht, aber ist auch okay. Vielen Dank, lieber Alex. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende und dir viel Spaß beim Moderieren und Kommentieren am Sonntag. Natürlich, Gerd Meyer, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist immer lustig mit euch hier in dieser Runde und natürlich an den Präsidenten, der auch andere Aufgaben in dieser Woche hatte, sich aber trotzdem die Zeit für den Renntag des Jahres genommen hat. Gerne. Vielen Dank. Guten Abend, liebe Zuschauer. Schönes Wochenende und viel Spaß mit den 3 verschiedenen Rennbahnen in Deutschland und in Österreich.